Youngster Meritan Shabani vom Fußball-Bundesligisten FC Bayern München steht möglicherweise vor einem Wechsel zum niederländischen Rekordmeister Ajax Amsterdam. So zumindest heißt es in einem jüngsten Medienbericht. Nach Informationen der Bild bemüht sich der Champions League-Achtelfinalist derzeit intensiv um das 19-jährige Mittelfeldjuwel des deutschen Rekordmeisters. Derzeit befindet sich Shabani noch im Kreise der Bayern-Profis im Wintertrainingslager im katarischen Doha. Schon in Kürze könnte er aber in Richtung Niederlande aufbrechen, wie es in dem Zeitungsbericht weiter heißt. Demnach planen die Ajax-Bosse, den deutschen U20-Nationalspieler noch in der laufenden Transferperiode im Januar in die Eredivisie zu transferieren. Shabani soll bei Amsterdam als potenzieller Nachfolger von Senkrechtstarter Frenkie de Jong aufgebaut werden. Der 21-Jährige wird nach starken Vorstellungen im Ajax-Trikot und in der niederländischen Nationalmannschaft unter anderem mit Paris Saint-Germain und dem FC Barcelona in Verbindung gebracht. Sollte Stammspieler de Jong im Sommer tatsächlich zu einem der Top-Clubs wechseln, könnte Bayern-Talent Shabani die entstandene Lücke ausfüllen. Beim FC Bayern kam der gebürtige Münchner bisher dreimal zum Einsatz. Zweimal durfte er sich in der Bundesliga beweisen, außerdem kam er im DFB-Pokalspiel beim SV Rödinghausen im Oktober zu einem Kurzeinsatz. Punkt. Vertraglich ist er noch bis Sommer 2020 an die Bayern gebunden.